Dann bringen wir nämlich dieses Schilf, aber wahrscheinlich erst morgen, ne? Wenn es Ronny sauber hat, runter nach Granzow. Granzow heißt das, oder? Wo die liegen? Ja, genau. Ja, Granzow. Unten bei Miro müssen wir durch die Schleuse. So. So, machen wir dann nämlich. Wir bringen ein Schiff über die Müritz, und zwar unsere Yachtsuite. Oh, wir gucken mal raus. Wir haben so ein bisschen das Wetter im Auge, weil hinten so Höhe Rechlin, also im Süden der Müritz, ist schon ein bisschen was los. Ja. Willi trinkt seinen Erkältungstee und hält hier als Rudergänger durch. Ja, und was uns natürlich auch gerade aufgefallen ist, dass die Bootsmappe noch in der Verwaltung war. Die Bootsmappe, die man also immer dabei haben sollte. Und deswegen wird gleich die Bootshilfe hierher kommen. Der Jörn wird uns also die Bootsmappe bringen, ne, wo alle Papiere dabei sind für das Boot, wo das Gasprotokoll drin ist, die Zulassung und alles sowas. Muss man immer dabei haben. Ist Vorschrift. Wir können ja mal ganz kurz auf die Karte gucken, was unser Plan ist. Also hier haben wir die Müritz. Wir sind jetzt hier eigentlich hier schon auf der Höhe Dicker Baum. Ja, man kann hier zwischen die beiden Untiefen durchstechen. Aber wir halten uns hier so ein bisschen an den grünen Tonnen. Wir fahren sozusagen hier lang, falls das Unwetter ein bisschen böser wird, dass wir schneller am Ufer sind. Wobei, das ist so ein schweres Schiff hier eigentlich. Da muss schon einiges passieren, damit das gefährlich wackelt. Aber trotzdem immer ein bisschen vorsichtig sein. Wie sage ich immer so schön, die Müritz nicht unterschätzen. So, ja, wir gucken gleich mal auf den Kurs und dann gucken wir mal, wann Jörn da ist. Und dann, ja, unten kleine Müritz, dann durch den Kanal, Miroer Kanal nach Miro, durch die Schleuse, dann nach Granzow, wo die Basis ist für diese Boote. So, uns mal belöscht. Da kommt Jörn. Hast du das gerade? Nee. Karte habe ich. Jetzt habe ich zwei. Ich gucke mal schnell gerade da, sag dir Bescheid. So, Boots mal weg. Wir kommen sehr gut vorwärts, denn der Wind hilft uns sogar ein bisschen. Wir haben den Wind von hinten, von an den Wellen. Und die Unwetter machen bisher einen Bogen um uns drumherum. Das ist ja auch ganz angenehm. Und ich gucke hier ab und zu mal mit dem Fernglas, wo unsere Landmarken sind. Wenn man immer auf diesen einen Turm ganz gut zu zielen, hört man jetzt aber nicht sehen. Ja, aber eigentlich ideales Wetter, um hier die Müritz-Überquerung zu machen, denn, was sagen die Vorschriften, man darf eigentlich nur bis Windstärke 2 fahren. Ja, ja, also eigentlich ja, wegen der großen Windanfälligkeit von den Dingern hier, nur bis Windstärke 2. 3 kann schon ganz komisch sein hier auf der Müritz, also nicht unterschätzen. Aber das Gute ist ja, wenn man in irgendeinem Hafen ist, dann hat man es ja sehr, sehr komfortabel mit so einer Yachtsuite. Oh, hier sehen wir auch schön den Kartenplotter. Und wir sind eigentlich schon ganz gut vorwärts gekommen. Von hier oben gekommen, aus Eldenburg. Hier sind wir, fahren hier lang, passen auf die
grünen Tonnen auf. Also hier am Ufer wird es wirklich sehr, sehr flach. Immer ganz, ganz wichtig, dort drauf zu achten. Da liegen dann auch Steine und so. Dann hinten die Einfahrt. Ist dann Richtung Kleine Müritz. Dann in den Kanal. Oh. Und dann hoffen wir, dass wir noch die spätestens die letzte Schleusung schaffen. Das ist der Plan. Wir sehen hier sogar die eine Untiefentonne, Rodenberg. Ja, also südlich fahren, da kann man genau zwischen den beiden Untiefen durchfahren. Rodenberg und Rosenberg. Aber wir lassen beide sozusagen links liegen. Auf unserer Backbordseite. Ja, da müssen wir eher dort wieder aufpassen, ne? Dass da die grünen Tonnen, die Linie mit den grünen Tonnen nicht durchfahren wird. Da wird es eher spannend. Ist alles gut. Aber sieht man sie, die Untiefe? Ich glaube schon. Ja, weiter geht's. Wir sind sehr gut im Zeitplan. Die hier, die am weitesten draußen ist. Da haben wir sie. Wir sehen auch die Solarpaneele und die Leuchtfelder. Ne? Die sind ja immer so gekennzeichnet, die leuchten, dass die so einen kleinen Zapfen dran haben. Oh. Oder wir fahren einfach der El Paso 2 hinterher. Auf dem Schiff von Schulz, das fährt da vorne gerade. Die wollen wahrscheinlich auch Richtung Rechlin. Nur dass wir dann garantiert in den Kanal reinfahren. So, kommt jetzt hier noch mal ein kleines Gewitter? Oder bleibt das hier so langweilig? Ah, also ein kleines Regengebiet hat uns Sommer erwischt. Aber alles gut. Sollte auch nicht lange dauern. Aber ich habe mal Licht angemacht. Ne? Denn das zählt schon als unsichtiges Wetter. Was übrigens in diesem Regengebiet ganz hilfreich ist, ist folgendes. Und zwar fahren wir ja hier so rein. Ne? Ja. Hier unten. Ne? Ich weiß nicht, ob man es sehen kann, aber ich kann es mit dem Fernglas auf jeden Fall sehen, ne? Diese Einfahrt. Ist man im grünen Bereich, ist man ein bisschen zu weit rechts. Also wir kommen von hier, ne? Deswegen sage ich rechts. Ist man rot, zu weit links, leuchtet es weiß, ist man genau drauf, ne? Das gleiche gibt es auch hier oben, ist also ein Klink, genauso ein Turm, hier oben durch. Oh, also es hilft ein bisschen, ja, und dort hinten, vielleicht kann man es sehen, sonst zoome ich mal einfach drauf. Ne, weißes Licht. Das heißt, wir sind genau auf dem richtigen Weg hier Richtung Überfahrt zur Kleinen Müritz, Richtung Rechlin. Rechlin lassen wir dann links liegen und fahren geradeaus. Rechts dann übrigens der berühmte Müritzarm mit der relativ flachen Brücke. Die interessiert uns heute gar nicht. Und jetzt das Ganze nochmal aus der Nähe. Jetzt müsste man es eigentlich sehen. Ne? Schön weiß. Wir kommen genau richtig. Rot, grün, zack. Das ist zumindest der Plan. Okay. Kamera nicht schnell genug gefunden. So, der Sumpfsee. Ja, da vorne geht's in den Kanal. Dann noch eine Stunde Langeweile. Und dann sind wir an der Schleuse in Miro. Jetzt genießen wir mal richtig unseren Innensteuerstand. Ja, es gibt ja auch so Hausboote, Bungalowboote und sowas alles, wo der Steuerstand hier vorne ist. Und wir machen hier einfach so zu. Und dann ist gut. Vorn sehen wir auch den Nachteil. Ich glaube, das sind Coolness, oder? Ich dachte immer, die haben auch einen Innensteuerstand, aber die bleiben ja nicht umsonst da oben drauf stehen. Also
Und es gab gerade auch schon Blitze und Donnern. Da würde ich vielleicht doch mal notfalls rangehen. Irgendwo eine Leine zusammen Baum legen und mal drinnen bleiben. Aber egal, alle erwachsen. Jetzt sind wir mal richtig drin in so einem Guss. Das ist wirklich krass, ne? Also die armen Steuerleute vor uns, voll im Regen. Ich überlege gerade, ob wir jetzt aus Solidarität unsere Heizung ausmachen. Oder ein bisschen höher stellen. Soll ich den Trick verraten? Er soll mal vorne fest belegen. Belege mal fest deine Leine. Fest belegen. Du geh bitte zum Steuerstand. Du machst fest. Bist du fest vorne? Gut. Steuer ganz auf rechts. Ganz auf rechts. Ganz auf rechts. Und jetzt nur ein bisschen einkuppeln. Nur, dass gerade im Standgas drin ist. Klasse. Das ist das sogenannte Eindampfen. Hohe Schule. Du hast also keinen Heckschnallruder, nehme ich an, oder? Schleusen und Basketball gucken. Das müssen wir erstmal schaffen. Ja. So. Aber alles gut. Ja, schon ein großes Glück, dass hier eine Leiter ist. Weil manchmal die Fender auch hier genau in die Lücken von den Spundwänden reingehen. Ne? Muss man ein bisschen aufpassen. Ist gerade dem Hausboot hinter uns passiert und die haben sich gerade eine Lampe abgefangen. Ja. Ja, die waren ganz dicht an der Wand. Jetzt drückt das weg. Bissel spät. Gut, ja. Wir dachten, ein Gewitter kommt. Der Wind frischte schon auf, aber wir hatten Glück. Ja, wir hatten immer Glück. Der Wind war zum Glück wieder weg, als wir reingefahren sind. Dadurch war es kein Problem. Wir hätten gern ein Schleusenvideo gemacht zu dem Thema, waren uns aber unsere eigene Sache nicht so sicher, oder? Willi? Weil gerade der Wind kam, da haben wir gedacht, nee, da wollen wir lieber kein Video machen. Ah, schade. Na gut, ja, dann fahren wir jetzt hier raus. Ja, ziemlich kitschig hier, dieses Miro. Ja. Dafür haben sie Geld, ja? Falls wir uns vergessen, wo wir gerade sind, haben die extra hier oben dran geschrieben. Wollen wir mal gucken, na, wo sind wir gerade? In Miro. Cool. Ich war ja ewig nicht mehr. Wie schön ist das denn bitte? Also hier dieser Kanal am Ende des Miroer Sees. Da geht es in dieses Granzower Möschen oder Möschen. Man weiß es nicht. Aber ey. Gerade hier so mit dem Licht, oder? Also ich würde mal so sagen, I like. Man muss aber beachten, dass man hier eigentlich nicht mit Schraubenantrieb rein darf, es sei denn, man ist Anlieger.
in dem Hafen dort, ne, am Miroer Ferienpark, wo wir jetzt hinfahren, in Granzo. Das ist ja sozusagen der Sommerheimathafen dieses Schiffes. Ansonsten muss man, glaube ich, wenn man mit einer normalen Yacht hier lang will. Also erstmal würde ich schon mittelmäßige Panik bekommen, weil es nur 1,20 gerade waren. Was haben wir jetzt? Ah, jetzt wieder mehr. 1,70, alles gut. Aber vorhin gerade 1,20, ne? Hast ein großes Schiff. Wird spannend. Naja, wie gesagt, man muss hier einen Liegeplatz nachweisen. Also vorher schon sagen, dass man dort was hat, anrufen. Wenn man dort Gastlieger sein will, ich glaube, es gibt dort nur eine begrenzte Anzahl. Aber sehr schön. So, muss man ein bisschen aufpassen, kommen ein paar Paddler, haben immer Vorfahrt. Aber wie sage ich immer, inoffiziell, die wollen ja auch überleben. Wir fahren mal ein bisschen langsamer.